Salzburg braucht am Mittwoch im alles entscheidenden CL-Playoff-Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad, 21 Uhr, live im Laola 1-Ticker, vor allem eines Tore. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist ein Sieg für den Aufstieg Pflicht. Soll dieser nicht erst im Elfmeterschießen, was auf Salzburger Seite vorab nicht trainiert wurde, bewerkstelligt werden, braucht es zumindest einen Treffer nach 90 oder 120 Minuten. Neben Munasterbird, der in der Startelf gesetzt ist, hat sich zuletzt Smail Priviljak für diesen Job aufgedrängt. Verena Marco Rose ist der Stürmer eine Zwei-Weg-Option. Wir haben einen qualitativ hochwertigen Kader. Smail empfiehlt sich mit Toren, was wir von einem Stürmer auch erwarten. Es erhöht die Chance, auf den Platz zu kommen, wenn man weiß, dass einer einen Lauf hat und trifft. Ob das morgen von Beginn an oder im Laufe des Spiels sein wird, wird man sehen, hält der Deutsche bei der Pressekonferenz vor dem Spiel fest. Wer stürmt mit Dabur? Priviljak, der im Gegensatz zu Teamkollege Darko Todorovic nicht im Bosnien-Kader für das Nations League-Spiel gegen Österreich steht, hat in den vergangenen beiden Ligaspielen viermal getroffen. In der CL-Quali kam der Bosnier noch nicht zum Einsatz, im Finale gegen die Serben stehen die Chancen des 23-Jährigen allerdings nicht schlecht. Zumal Rose ob der Abwesenheit von Hilcen Havang, Asienspiele und Fredrik Gulbrandsen, verletzt zuletzt nicht immer einen klassischen Stürmer neben Dabbe aufbieten konnte. Die Option im 4-2-3-1 hieß international stets Reinhold Jabo, der aber auch jeweils leer ausging. Dabbe blieb auch bei seinen letzten vier Einsätzen mit unterschiedlicher Spieldauer, zweimal von Beginn, zweimal als Joker ohne Treffer. Ganz sicher nicht dabei sein wird Zlatko Junosovic, der im Hinspiel eine Muskelverletzung erlitt. An seiner Stelle dürfte wie schon in Belgrad Xaver Schlager reinkommen. Die Startelf wird bis auf wenige Ausnahmen UA. Stankovic, Kongresic der Einser Garnitur im so erfolgreichen Europa League früher ähneln. Auf das stützt sich auch Rose. Die jungen Spieler haben bereits viel Erfahrung, weil sie viele internationale Spiele gemacht haben. Sie haben auch den Anspruch zu spielen. Das können sie morgen machen, Red Bull Salzburg, Roter Stern Belgrad, Waldsitzenheim, Red Bull Arena, 21 Uhr SR Çakır, Tour-Hinspiel 0:0 Aufsteiger in der Gruppenphase der Champions League-Auslosung am Donnerstag, 18:00 Uhr in Monaco, Verlierer in der Gruppenphase der Europa League-Auslosung am Freitag, 13:00 Uhr in Monaco. Salzburg, Stankovic, Leiner, Ramalho, Pongresic, Ulmer, Haidara, Samaseko, H. Wolf X, Schlager, Priviljak, Dabur Ersatz, Walke, Todorovic, Van de Werf, CH. Leitgeb, Minamino, Mebu, Jabo, Dakar es fehlen, Junosovic, Gulbrandsen, beide Oberschenkelverletzung, Farkas nach Kreuzbandriss, Ongüne, Rückenprobleme, Soboslai, Bänderriss im Knöchel, Ludewig, Knöchelverletzung, Havang, bei Asien spielen. Roter Stern, Borjan, Stojkovic, Savic, Degenek, Drodic, Kristicic, Jovicic, Kafu, El Fadu, Radonjic, Pavkov Ersatz, Popovic, Babik Dobrilic, Ebeseljo, Semik, Melek, Jovanjic, Sernik, Jeftovic, Milic, es fehlt Stojilajkovic, Oberschenkelverletzung. Red Bull Arena ist beinahe ausverkauft, viele Gästefans sind dabei, das sagen Stankovic und Rose vor dem Endspiel um die Gruppenphase. Ein prominenter Schiedsrichter leitet das entscheidende CL-Duell. Salzburg muss im Entscheidungsspiel auf prominenten Neuzugang verzichten. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at über 7000 Fans von Roter Stern in Salzburg mit dabei zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen.
verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.